gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Bailey Eagle getrennt. Schlecht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Verdammt, so viel dazu. Ja, Messerchen haben wir aber wieder. Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ashley hat uns vorhin das Messer geklaut und uns ihr selber an die Kehle gehalten. Dafür haben wir es jetzt wieder schön bei uns drinstecken. Das ist ein Fehler. Hui! Ja, das vorherige hat uns echt viel gekostet. Viel Munition, viel Heilung. Wir sind einmal gestorben. Wir haben es eigentlich so weit, so gut, ganz gut hinbekommen. Na, dass ich es noch rausbringe, hier. Okay, der Brunnen ist zur Zierde da. Ist hier irgendwas Interessantes? Oder frisst mich gleich irgendwas? Oh, ein Fisch. Forellenbarsch. Yummy! Und sonst ist hier ja nichts. Stell die Gesundheit wieder her. Ist klar, ging im Original auch. Im alten Teil? Ich wollte schon wieder alter Teil sagen. Ist da nur ein Fisch? Einer! Nee. Da ist noch einer. Ich habe auch wo gelesen. Shiva, geh angeln. Shiva geht angeln. Bitteschön. Auf meine Art und Weise angeln. Okay. Oh, gucken wir mal, was unser Buddy für uns hat. Hab neue Waffe. Harter Tag, was, Fender? Uff, das ist ein Fasswein. Das hätte ich jetzt auch gerne. So für die Nerven und so. Ich hab was Neues für dich, Partner. So. Das Ding brauche ich nicht. Dann. Da ist sonst eigentlich nichts mehr, was ich verkaufen könnte. Der Barsch kriegt nur 800. Ach du Kacke. Seidenkristalle, ja, habe ich gelernt, verkaufe ich nicht. Krempel wenig. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Was kriege ich mit zwei? Ach, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Kannst du mal die Klappe halten, Junge? Da brauche ich 8 für. Was ist das? Rohstoffe. Ja, eher nö. Wäre das dann alles? Ja, ich hätte gern noch was. So. Stingray. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Halleluja. Ja. Eine Schutzweste. So, Rezepturen. Ja, ich weiß, aber was mache ich mit den Blendgranaten? Na, die Dinger da vom Kopf kann ich wegspringen. So, ich gucke mir jetzt mal die Waffen an. Die Red 9, die will ich nicht. Die Black Tape, was habe ich eigentlich? Ich habe die Punisher, okay. Ich kaufe fast alles. Da ich gerade gar keinen Vergleich zur Punisher habe. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. 1,50? Geht hoch auf 1,40. Deine Magazin Waffen sind größer. In guten Händen, Partner. Keine Sorge. Ladefeuer, Radepräzision 4,50. 4,20. Die Blacktail ist also... Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das halt versichere die Klappe. Du nervst. Du störst mich beim Denken. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Kann ich das? Ja, das kann ich so. So kann ich es vergleichen. Na, guckst du, da ist doch viel einfacher. Deine Kohle oder dein Leben. So, die Blacktail sollte dir leicht fallen. Ist besser. Das heißt, wir gönnen uns mal die Blacktail und verkaufen die Punisher. Hui, zack, 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 zack. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ah, da
dafür lasse ich einiges springen. Ein absolutes Musterbeispiel einer Waffe, Fremder. Vielleicht nicht die beste, aber definitiv eine ideale Begleiterin. Hast du es dann? So, Stingray. Das ist, was ich derzeit habe. Ja, natürlich. Ist um einiges besser. Verkaufen? Ich kaufe fast alles. Besten Dank. Sag ja. Bescheid, wenn du für Platz gesorgt hast. Hab ich. Hier, guckst du. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Den Käse hätten sie sich sparen können. So. Die geht sich aus. Keine Sorge. Bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Ah, die muss ich reparieren? Dein Ernst? Okay. Dann tunen wir. Was wenn jetzt du auch noch nur geht. Den Hauch einer Chance haben willst, so probier mal, ob's passt. Quatschi, quatschi. Echt jetzt, das macht mich ein bisschen gaga. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert. Komm jederzeit wieder. Okay. Ich hau hier kurz eine Speicherung rein. Einfach aus dem Grund, falls ich gerade einen Scheiß gemacht habe, dass ich das rückgängig machen kann. Sollte ja im Normalfall nicht der Fall sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal. So. Oh, die Schutzweste wird mir auch angezeigt. Ach, ich verkaufe jetzt die Fische. Willkommen. Also, einen zumindest. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Weil die nehmen ein bisschen Platz weg, oder? Im Grab. Schwierig. So, Zielfernrohr ist drauf. Der Schnellzugriff ist auch da. Harte Zeiten. Ich kann den Bolzenwerfer, glaube ich, ablegen, ne? Aufbewahrung. Ja, weil... Was mache ich damit? Nix mache ich damit. Nein, ich will ihn nicht wegwerfen. Ach, das kann ich nicht! Scheiße. Falscher Knopf. Ich kann die Bolzen nicht weglegen. Das ist gemein. Aber gut, der Rest ist verstaut. Jetzt haben wir ein bisschen Platz, dann kaufe ich den Barsch nicht. Oh, die sieht schon geil aus, ne? So auf dem Rücken baumelnd. Da ist eine Kiste. Gewehrmunition. Das ist kein gutes Zeichen. Aber ich krieg 10 Schuss rein. Okay, die sind hier. Irgendwo wird aber gebetet. Das ist ein ja. Da wird der angebetet. Geh mal andersrum. Vielleicht liegt hier hinten noch was Hübsches. Oh, was war das jetzt? Gloria las Plagas? Na, ihr habt einen Knall. Was ist das hier? Bringe die karmesinrote Flamme da. Die Stimme der Seuche wohnt in den Flammen, sie führt die bedauernswerten Seelen zur Erlösung. Bringe die karmesinrote Flamme in ihren rechtmäßigen Orten, du sollst erleuchtet und der Weg dir offenbart werden. Sind wir jetzt in der Bibel? Ich schätze mal, der Käse hier. Ja. Boah. Wow.
hier nichts. Gloria las Plagas. Ach, halt doch die Fresse. Gloria las Plagas. Oh, nee. War er das? Oh, hi, Junge. Hui! Ja, scheiße, mein Kopf. Ja, der täte mir irgendwie. Ach du Kacke. Okay, dann gehen wir in die andere Richtung. Geh mal auf die Seite. Irgendwie ist hier alles ein bisschen vollgestellt. Ach, da hinten ist ein Fässchen. Guck an. Ja, ich weiß, dass das gerade dumm war. Wissen die Viecher ihr Maul offen haben? Ist das ja... Ah! Eine ganz neue Taktik jetzt. Nicht schlecht, ja? Hat funktioniert. Zack. Trophäe erhalten, blendend gelöst. Explodiert jetzt auch gleich der Kopf. Wie viele sind das denn noch? Muss ich den Arsch da runterholen? Oder was ist los? Ich glaube, der holt immer wieder neue ran. Rote Laterne, danke schön. Komm schon. Alter, ich hab doch keine Schuss mehr. Einer weniger. Ja, munition aber auch. Keiner, Gott sei Dank. So ist nur noch der Saftsack da. Nein! Da steht auch noch so ein Saftsack. Oh ja, nachladen. Ach, komm schon, nicht dein Ernst. Wahrscheinlich muss ich die gar nicht alle umballern. Au. Ah! Fick dich. So, ich hab's geschafft. Ich habe keine Munition mehr. Doch, ich hab noch 12 Schuss. So, futter mal einen Barsch. Boah, bringt schon ein bisschen was. Gucken, was hier so rumliegt. Treten. Na. Keine Ahnung, was ich gerade aufgemacht habe. Wieso spucken die gerade nur Geld aus? Oh, nee, was soll's? Oh, was zum... Ach, hier. So, Geld...
Geld. Schießpulver. Das ist noch eine Kiste. So, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Das ist auch noch eine Kiste. Ah, ich kann dich hören. So, aber jetzt ist Ruhe im Karton. So, Pistolenmunition. Ja, jetzt ist Ruhe im Karton. Da ist eine Leiter. Jetzt bin ich wieder hier. Wie komme ich denn da rüber? So, da habe ich nichts mehr, da habe ich nichts mehr. Ich bin eine arme Sau. Ich habe keine Munition mehr. Ich kann... ja. Dass ich wenigstens ein bisschen was habe. Hier liegt noch Geld. Hätte man sich ja ein bisschen schöner lösen können, das Problem hier. Ah, da ist noch eine Kiste. Keiner sagt was. Spiegel. Okay. Da liegt doch Geld rum. Ah, hier geht's lang. Welche Schweinerei kommt jetzt? Oh, Ritter. Ritter! Da brauche ich Ashley für. Manu. Du fahr mal mit der Tür ins Haus. Schießpulver. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach sechs Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Du so oft näher stehst. Nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sie ist smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Ach. Ich sie schon. Oh, what the fuck, nein. Steine. Was ist das? Ne, sie haben eine Wäscheleine. Sie haben Klubberl. Ernsthaft? Wäscheklubben.
Die haben Wäscheklumpen. Taschenuhren werden weggeschlossen. Oh, nicht schlecht. So, ich habe 2 Tafeln. Da liegt die dritte. Das heißt, eine noch? Oder ist eine drin? Ja. Eine ist drinnen. So, Schild? Ach, komm. Hä? Macht er das automatisch? Ah, okay. Keine Ahnung. Tut sich was? Tut sich nichts. So, da ist ein Ritter. Ah, ich stehe am Schlauch. Ah, okay, vielleicht gehört das da rein. Geht doch. War jetzt gerade pures Glück. Das war jetzt nichts mit, ich weiß, was ich tue, sondern ich habe es einfach mal probiert. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Ja. Höre das Signal zwischen dem... Also warte mal, das muss ein bisschen ethischer sein. Sehe die glutrote Farbe des Nachthimmels, ein Strom verdorbenen Blutes besudelt die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Du Kacke, das ist ein richtiger Kult hier. Das haben sie richtig aufgezogen. Sie hört sich nicht gut an. Na klasse. Was war das denn? Alter, ich will hier nicht Verstecken spielen oder so. Au. Das war komplett für den Arsch, was ich gerade gemacht habe. Geh weg, du Ding! Ich treffe schon wieder nicht mehr. Und die spucken auch nur Kohle aus. Ich hätte doch gerne mal einen Speicherpunkt. Junge, du kannst Gedanken lesen. Ha! Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Oh, was kann ich dir Gutes tun? Reparier das mal. Geh sorgfältig damit um, okay? Reparier das mal. So, Leute. Ich werde noch ein bisschen mit Händler quatschen. Nee, werde ich nicht. Jederzeit wieder. Ich werde die Schreibmaschine hier benutzen. Ich mache hier direkt einen Cut. Ja, so sieht's aus. Ich weiß nicht, was sich da draußen erwartet. Ich will es jetzt aber auch noch gar nicht wissen, sondern erst beim nächsten Mal. Ihr dürft gespannt sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne einen Kommentar her. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Da freue ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.